Am Ende des Mondprojekts zieht das Studio Hergé von den bisherigen Räumen in Boisfort nach Ixelles. Für Hergé verlängert sich dadurch der tägliche Reiseweg ein wenig, doch die neuen, größeren Räumlichkeiten sind damit deutlich näher ans Zentrum von Brüssel gerutscht. Nach der Einweihung werden Journalisten zu einer Besichtigung eingeladen. Im Februar 1954 stößt Jacques Martin zum Team dazu. Martin hatte zuvor bereits einige Jahre für das Tintin-Magazin gearbeitet und machte sich mit der äußerst authentischen Rom-Serie Alix einen Namen. Eine Figur, die er noch viele Jahre und Jahrzehnte gestalten würde. Er bringt das junge Talent Michel de Maret mit, der gerne Autos zeichnet und in einigen Belangen Guy de Sicy ersetzt, der fortan mit Raymond Leblanc den Verlag PubliArt leitet. Zur selben Zeit beginnt auch die komplette Überarbeitung von Die Zigarren des Pharaos, ein Band aus Hergés früher Schaffensära, der bisher in dem Wiederveröffentlichungsprogramm von Castamont ein wenig durch das Raster gefallen war. Hierbei entsteht jene Version der Geschichte, die wir heute alle kennen. Diese Überarbeitung war überfällig und wer damals noch die Originalversion von 1934 daheim hatte, konnte sehen, dass die Schulzes noch keinen richtigen Namen hatten und dort Agenten X-33 und X-33A genannt wurden. Bob Demore spielte in der Überarbeitung eine entscheidende Rolle und nahm sich vor allem des Schiffes an und erschuf so eine großartige, äußerst authentische MS Isis. Bob Demore zaubert für Hergé auch die Referenz an Edgar Jacobs rein. Als das Original von Die Zigarren des Pharaos entstand, kannten sich Hergé und Jacobs noch gar nicht. Dieser Cameo von 1954 zeigt auch, wie beständig die Freundschaft zwischen Hergé und Jacobs war, ungeachtet der holprigen Momente, die es zuvor gegeben hatte. Und das finde ich auch aus einem anderen Grund erwähnenswert. Denn gerade der eifrige Hergé-Kritiker Claude Quigny betont ständig die Freundschaft zwischen Hergé und dem Nazi Léon de Grelle, die aber nur kurzlebig war, als beide Männer gerade mal 22 Jahre alt waren. Am Anfang der 30er Jahre. Und bei dem ersten Hindernis, das diese jugendliche Kumpelei meistern musste, zerbrach diese Freundschaft sofort und mutierte sogar zu einem Gerichtsdrama. Doch wahre Freundschaften in Hergés Leben hatten eine erstaunliche Langlebigkeit, ungeachtet dessen, dass er offensichtlich nicht unbedingt ein einfacher Mensch war. Zu Die Zigarren des Pharaos fällt mir noch etwas anderes ein. Jeder künstlerische Beitrag, der ein gewisses Volumen, eine gewisse Reichweite erreicht, erzeugt unter seinen Fans auch Puristen. Das liegt in der Natur der Sache und ist nicht immer ungerechtfertigt. Ich bin sicher ein größerer Purist als einige andere, wenn es zum Beispiel um Star Trek geht. Tatsächlich gibt es unter den Tintinologen jene, die bei den neu gezeichneten Heften mehr den schwarz-weißen und stellenweise kruderen Originalen zugeneigt sind und die Meinung vertreten, dass durch die Neuzeichnung und Kolorierung auch etwas verloren gegangen ist. Und das können sie auch gut belegen und es ist nicht unbedingt falsch. Als Musterbeispiel werden hier zumeist der Blaue Lotus genannt, der zwar nicht neu gezeichnet wurde, dafür aber koloriert und stark editiert. Tatsächlich besitzt das schwarz-weiße Original mit all den schwarzen und grauen Flächen eine einzigartige Ästhetik und Atmosphäre. Der Diskurs findet aber viel stärker bei Die schwarze Insel statt,
ein Band, der komplett von Bob Damore neu gezeichnet wurde. Hier schwören manche auf das Original. Weniger oft hört man dieses Argument bei Die Zigarren des Pharaos. Ich denke zwar nicht, dass hier das schwarz-weiße Original der großartigen Neuzeichnung überlegen ist, da reichen einige Vergleiche schnell aus, um zu sehen, dass das nicht der Fall ist. So fällt es bei dem relativ amateurhaft von Hergé gezeichneten Kreuzfahrtschiff nicht schwer, sich von Bob Damores extrem geschmackvollen Zeichnungen einnehmen zu lassen. Und doch möchte ich einige kleine Perlen hervorheben, die einen ungestümen jugendlichen Reiz besitzen, den die professionelle Umsetzung der 50er Jahre so nicht besitzt. So wird in der Gruft Tim einem Gas ausgesetzt, das ihn in einen Fiebertraum versetzt, in eine Halluzination. In der Originalversion ist dieser Traum progressiver und experimenteller gezeichnet, obwohl die Motive weitgehend identisch sind. Oder zum Beispiel diese Silhouette der Karawane besitzt einen eigenen Charme, der der Neuzeichnung durchaus überlegen ist. Natürlich ändert das nichts daran, dass die Neuproduktion der bessere Comic ist. Aber sich die Originale anzuschauen, kann da einen eigenen Reiz haben. Wie dem auch sei, Die Zigarren des Pharaos ist die vorletzte grundlegende Überarbeitung, die an einem Tintin-Band vorgenommen wird. Der fertige Band erscheint 1955. In diesem Jahr ist Tintin somit endgültig in seiner eigenen Gegenwart angekommen. Nur einmal noch in 1971 findet eine letzte Überarbeitung von Im Reiche des schwarzen Goldes statt. Im Sommer 1954 verschwindet Hergé wieder in die Schweiz an den Genfer See. Diesmal sind seine Mitarbeiter und Geschäftspartner entspannter, denn Hergé kann ihnen diese Reise als Location Scouting für seine neue Geschichte verkaufen. Tatsächlich kehrt er mit einer Menge Skizzen und Fotos zurück. Übrigens, und das wirklich nur am Rande, denn dieses Thema sollte nicht unbedingt in jede einzelne Episode hineinbluten, aber Charlie und Lise Fornara waren eifrige Antifaschisten Schweizer Prägung, die während des Krieges über die Grenze des besetzten Frankreichs gingen, um dort Flüchtlingen, die vor den Nazis flohen, in die Schweiz zu verhelfen. Sie hatten eine tiefe Freundschaft für Hergé empfunden und waren mit ihm sicherlich vertrauter als die meisten Leute, die ihn daheim in Brüssel kannten. Sie hatten ihn auch auf dem Boden seiner seelischen Kräfte erlebt. Möchte mir jemand ernsthaft erzählen, dass die Fornaras sich mit Hergé abgegeben hätten, wenn dieser ein unbelehrbarer Nazi gewesen wäre, wie es immer wieder von reißerischen Autoren in diversen Zeitschriften kolportiert wird? Ebenso unhaltbar ist die ständige Andeutung, Hergé hätte nur Freunde gehabt, die irgendwie rechts- oder rechtskonservativ waren. Es stimmt, dass das auf viele seiner Freunde zutraf und ich möchte das nicht beschönigen. Am schlimmsten waren wohl Norbert Vallès und Paul Germain. Doch das hatte auch damit zu tun, dass diese Leute alle in eine Welt hineingeboren wurden, die extrem rechtskonservativ war. Hergé hatte ebenso viele Freunde, die von der anderen Seite des geistigen oder gar politischen Spektrums stammten. Der Grafiker Pierre X, Dominique de Vespin, Edgar Pierre Jacobs und die Fornaras. Es stimmt schon, dass Hergé bei der Wahl seiner Freunde sehr selektiv war, doch politische Gesinnung war dabei nicht unbedingt der entscheidende Faktor. Hergé umgab sich einfach nur gerne mit Leuten, die bei dem, was sie taten, zu den Besten gehörten. Oder zu jenen gehörten, die gewillt waren, sich für ihre Ideen aus dem Fenster zu lehnen. Doch das nur am Rande. Ich höre mit dem Thema auch schon wieder auf. Im Herbst beginnt die Arbeit am Der Fall Bienlein, dem ersten neuen Tintin-Projekt, in den neuen Räumlichkeiten. Hergé delegiert gleich mehrere Zeichner, Bob Damore, Roger Leloup, Michel Desmarets, Jacques Martin. Im Detail ist es nicht unbedingt möglich, restlos zu klären, welche Zeichnungen von welchem Künstler beigesteuert wurden, denn das war auch nicht die Absicht. Der Zeichenstil all dieser Künstler ordnete sich bedingungslos dem Stil von Hergé unter. Doch setzte Hergé die Zeichner oft nach ihren eigenen Stärken ein. So ist recht klar, dass der Genève-Cointrin-Flughafen und das dazugehörige Flugzeug komplett von Roger Leloup gezeichnet wurden. Dieser Band fällt auch durch eine höhere Anzahl an komplexen Zeichnungen auf, die Menschenmassen zeigen oder einen dichten Straßenverkehr. Viele dieser Paneele sind vermutlich Bob Damore und Michel Desmarets zuzuordnen. Hergé fokussierte sich auf seine Sprösslinge Tintin, Milou, Haddock und Tournesol, alias Bienlein. Das neue Team im Studio ist von dem aktuellen Skript durchaus begeistert, denn viele können endlich ihre Lieblingsmotive zeichnen, zum Beispiel schnittige Autos, die in dieser Geschichte so zahlreich sind. Im Finale hijackt Tintin sogar einen Panzer und rast damit durch die Straßen. Jahrzehnte bevor es James Bond in GoldenEye macht.
In der Weihnachtszeit am 22. Dezember 1954 beginnt die Publikation von Der Fall Bienlein, gewohnt im Tintin-Magazin. Für den Herausgeber Raymond Leblanc sind das erfolgreiche Jahre und er ist hierbei längst nicht mehr von Hergé und Tintin abhängig, ungeachtet des Namens der Zeitschrift. Die Sturmwinde um Hergé scheinen sich in dieser Zeit endgültig beruhigt zu haben. Hergé verkauft auch seine alte Lancia und erwirbt die äußerst schnittige Lancia Aurelia. Seine Aurelia wird dann auch in der Fall Bienlein verewigt als der flotte Wagen des Rasers Arturo Cartofolli. Wie bereits in früheren Episoden geschildert, saß Hergé auf zwei Stühlen. Einmal als der Chef von Studios Hergé, aber er war seit Jahren auch der Creative Director des Tintin Magazins. Dies war eine Aufgabe, die nicht mehr viel unmittelbares Handauflegen beinhaltete. Das Tintin Magazin hatte zu diesem Zeitpunkt zahlreiche neue Mitarbeiter und Gastzeichner. Doch Hergé war jede Woche bei den Redaktionssitzungen zugegen. Inzwischen war das Spektrum der Merchandising-Produkte deutlich angewachsen. Mützen, Jacken, Uhren, Brieftaschen. Hergé und all jene, die finanziell auf ihn gesetzt haben, begannen ernsthafte Einnahmen zu verzeichnen. Langsam, aber sicher begann auch Hergé ein vermögender Mann zu sein. Für einen Comiczeichner der 50er Jahre ein eher ungewöhnlicher Sachverhalt. Hergé gab in 1955 diese geschäftsführende Position beim Tintin-Magazin auf, denn er wollte sich nicht mehr verzetteln und wollte die unmittelbare Produktionsarbeit am Zeichentisch nicht vernachlässigen, zumindest nicht zugunsten von exekutiver Managementarbeit. Ich vermute allerdings, dass ihm vieles an der Richtung, die das Tintin-Magazin einschlug, nicht gefallen mag, insbesondere die Wahl der Gastzeichner. Doch Hergé versteht wohl, dass er eine Menge persönlicher Energie aufwenden müsste, um sich hierbei durchzusetzen und entsprechende Veränderungen zu bewirken. Doch dafür fühlt er sich langsam zu müde und zu alt. Er ist zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Diese Story gilt als Hergés actionreichster Comic. Der Fall Bienlein ist aber auch ein gutes Beispiel für Hergés stetiges Anliegen, mit jeder neuen Geschichte etwas gänzlich anderes zu probieren, das sich in Inhalt und Atmosphäre von dem vorangegangenen Band deutlich abhebt. Vielleicht liegt hier ein Teilgeheimnis für den Erfolg von Tintin. Denn alle Tintin-Bände sind recht unterschiedlich, häufig unterschiedlichen Genres zuzuordnen. Bei der Fall Bienlein ist es sogar so, dass die Geschichte eher wie ein Mystery-Thriller beginnt und hierbei ein fernes Echo zu Der geheimnisvolle Stern, doch vor allem zu Die sieben Kristallkugeln darstellt. Die Handlung beginnt auf Schloss Mühlenhof, wo bordurische Spione in Professor Bienleins Labor einbrechen. Auch hier spielen am Anfang Scherben und zerbrochenes Glas eine zentrale Rolle, wie in Die sieben Kristallkugeln. Fast glaubt man an eine spiritistische, übersinnliche Kraft. Doch dann wird alles ganz anders und die Handlung verwandelt sich zügig in eine rasante Hetzjagd quer durch Europa. Die Geschichte ist auch konsistent mit jener Phase von Tim und Struppi, in der Bienlein ein Wissenschaftler internationalen Kalibers ist. Das spannende Abenteuer führt uns bald an den Genfer See. Hier spiegelt sich natürlich die Tatsache, dass die frankophone Schweiz für Jahre Hergés Zufluchtsort war, in jenen dunklen Augenblicken, als er seine Nervenzusammenbrüche hatte und zu dem Ehepaar Fornara floh. Der Fall Bienlein ist voller schwärmerischer Referenzen. Der italienische Wissenschaftler heißt Topolino, was der italienische Name für Mickey Mouse ist, möglicherweise eine kleine Anspielung an Walt Disney. In dem Haus von Professor Topolino blättert Tim in dem Buch German Research in World War II von Leslie E. Simon, ein Buch, das es tatsächlich gibt und dessen Einband Hergé hier replizierte, minus die Swastika. Der Fall Bienlein geht vollständig in der Atmosphäre der Paranoia des Kalten Krieges auf. Hierbei bezieht Hergé kaum Stellung. Die Borduren, früher eine Allegorie auf das Dritte Reich, stehen nun eher für den Ostblock und die Sowjetunion, doch auch die soldawischen Agenten verfolgen nur ihre Interessen und sind Bienlein nicht allzu viel besser gesonnen. Sie alle verfolgen ihre politischen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste. Sie wollen Bienleins Pläne für eine neuartige Geheimwaffe und schrecken dabei vor Entführung nicht zurück. Doch die osteuropäischen Geheimagenten machen ihre Rechnung ohne Tintin und Haddock, die den Entführern bald auf der Spur sind, bereit alles zu tun, um ihren Freund Bienlein zu befreien. Hier wird Hergés Lebensphilosophie besonders deutlich. Nicht politische Ideologien, sondern die Freundschaft und ihre Treue gilt hier als das unumstößliche Gut.
und da fühlt man sich sogleich an Raymond de Becker erinnert, den zu jenem Zeitpunkt Hergé noch immer im Gefängnis unterstützt, obwohl dies noch immer eine mediale Gefahr darstellt. Hergé hatte gerade erst seinen guten Namen halbwegs wiederhergestellt. Manche werden ihm sicher geraten haben, nicht mehr für den verfemten de Becker einzustehen. Für Georges Remy ist das aber keine Option. Besonders deutlich wird es in der Kampfszene am Genfer See. Eine Gruppe bordurischer Agenten schleppt den benommenen Beanline zu einem Helikopter. Im Dunkel der Nacht werden sie von einer Gruppe soldawischer Agenten angegriffen, die ähnliche Absichten hegen. Tim und Haddock werfen sich ins Getümmel, ohne Partei zu ergreifen. Am Ende gelingt es den Soldaten, sich den Professor zu schnappen und ihn auf ihr Boot zu verschleppen. In diesem Chaos macht Tim den Fehler, die Soldaten weniger antagonistisch zu behandeln. Schließlich waren sie in zwei vorangegangenen Tintin-Geschichten die Guten. Doch es ist ausgerechnet ein soldawischer Agent, der das ausnutzt und Tintin kaltschnäuzig bewusstlos schlägt. Dies wurde kritisiert, doch ich finde, dass das ein starkes Statement dazu ist, wie Hergé die Welt damals sah und wie er sich von polarisierten und vor allem politisierten Geisteshaltungen fernhalten wollte. Die zweite Hälfte von Der Fall Beanline besitzt leichte Anknüpfpunkte zu König Ottokars Zepter, da wir in eine vertraute Region zurückkehren. Damals war es vor allem Soldawien, nun lernen wir das autoritäre Bordurien kennen. Sein Freund Edgar Pierre Jacobs wird erneut in diesem Band verewigt, als der Opernsänger Jacobini, und zwar als Schriftzug auf einem Plakat in der Garderobe von Bianca Castafiore. Passend, da Jacobs ein leidenschaftlicher Opernsänger war. Allerdings war solch eine Hommage an Jacobs und seine Gesangsleidenschaft stets eine bittersüße Angelegenheit, denn Hergé hasste die Oper und so ging solch ein Tribut nicht selten Hand in Hand mit einer Veräppelung, die auf sich nicht lange warten ließ. Hier ist es das herrliche Bild aus dem Zuschauerraum des Castafiore-Auftritts. Haddock schläft, Struppi hat seine Schnauze zugebunden, damit er nicht jaulen und heulen kann, und allein der tapfere Tim klopft dem Kapitän auf die Schulter und sagt: Hey Kapitän, aufwachen, Pause. Hergé und Bob Demore fügen hier auch ein Cameo von Hergé selbst ein, wieder mal als Reporter in der Menschenmasse vor dem Tor zu Mühlenhof. Hergé möchte bei diesem Band auch etwas ganz Neues probieren und wünscht, dass Castermont ein Spezialcover produziert, das echte Glasscherben fotografisch über das Titelmotiv legt. Der Verlag schreckt vor den Extrakosten zurück und redet Hergé diese Idee aus. Es bleibt zwar bei Scherben, doch lediglich als Teil der Zeichnung. Der Fall Beanline ist auch durch seine authentischen Locations bekannt. Wir haben schon von dem Genfer Flughafen gesprochen, dessen sich Roger Leloup angenommen hatte. Doch insbesondere das Hotel Cornavin wurde basierend auf Fotos, die Hergé gemacht und gesammelt hatte, authentisch nachgezeichnet. Bis heute wollen Touristen, die dort einchecken, häufig im Zimmer 122 übernachten, wo Beanline geschlafen hatte. Doch das Zimmer existiert natürlich nicht und die Hotelleitung hat dort irgendwann eine Plakette und Vitrine angebracht, die das erklärt. Natürlich sind alle bordurischen Begriffe irgendwelche absurden Wortspiele, angefangen mit dem Namen des Reichsführers Plexiglas, der eine sichtbare Ähnlichkeit mit Josef Stalin hat. Das Staatssymbol ist der Schnurrbart, der überall auftaucht, von Fahnen bis hin zu dem auffälligen Zirkumflex über einigen Vokalen. Vieles an Bordurien ist noch immer eine starke Parodie auf das Dritte Reich, doch die Atmosphäre reflektiert nun eher den Kalten Krieg und die Sowjetunion. Asselin schreibt, der Fall Beanline ist allerdings weniger mit Politik beschäftigt, sondern mit dem Dilemma von Professor Beanline als Wissenschaftler und der Verwendung seiner Erfindungen. Wieder einmal war Hergé seiner Zeit voraus, denn der Kalte Krieg war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der populären Kultur angekommen. Michael Farr schreibt, dass der Fall Beanline zu Hergés vollkommenster Schöpfung gehört. Zugleich ist es ein Band, der noch stärker die visuelle Dynamik und Ästhetik eines Films übernimmt. Doch aller Action zum Trotz präsentiert der Fall Beanline ein ganzes Feuerwerk aus neuen Ideen, Personen und Gags, die sogleich in den Kanon der Tim und Struppi-Welt eingehen. Es gibt ein Wiedersehen mit Bianca Castafiore, die mit ihrer Zofe Luise und dem submissiv anmutenden Impresario Wagner unterwegs ist. In Bordurien ist es dann der schurkische Oberst Spons, der hier als zentraler Antagonist auftritt und der später in einem anderen Band noch zurückkehren sollte, ähnlich wie der soldawische Verräter Oberst Boris Jorgen zuerst in König Ottokars Zepter auftrat und dann einen zweiten Auftritt in Schritte auf dem Mond hatte.
Hergé zeichnet Oberst Spons als eine Karikatur seines Bruders Paul Remy. Das ist aus verschiedenen Gründen witzig oder zumindest denkwürdig. Zum einen hatte Hergé bereits Tintin selbst ein wenig nach Paul modelliert, wenn auch gelegentlich behauptet wird, der 23-jährige Léon Degrelle hätte als Inspiration für Tintin gedient. Allerdings muss man auch zur Rate ziehen, dass Tintin eine Art verbesserte Variante von Totor ist, den Hergé schon zeichnete, bevor er in der Redaktion des 20e Siècle mit Degrelle abhing. Nehmen wir mal für den Augenblick an, dass Paul Remys Gesicht ein wenig die Vorlage für Tintin war. So fand das Anfang der 30er Jahre statt und nun sind wir 25 Jahre in der Zukunft. Wenn man also Oberst Spons anschaut, sieht man vielleicht ein wenig, wie Tintin aussehen würde, wenn er 45 oder 50 Jahre alt wäre und altern würde. Doch das nur am Rande. Paul Remy wird es vermutlich langsam gereicht haben, als Gesichtsvorlage für Hergé zu gelten. Michael Farr beschreibt, dass in seinem eigenen Freundeskreis, der mit dem seines Bruders Georges alles andere als identisch war, die Tatsache, dass Hergé Tintin ein wenig nach ihm modellierte, eine ständige Quelle von doofen Witzen und Anspielungen war. Einige nannten ihn augenzwinkernd Major Tintin. Ich wäre nicht überrascht, wenn Paul Remy zu Hergé irgendwann gesagt hatte, hör auf, mich ständig zu zeichnen. Eine weitere Randfigur, die in diesem Band vorgestellt wird, respektive ein Gag, der sich durch diese Figur in den Folgebänden wiederholen soll, ist die Metzgerei Schnitzel, im Original La Boucherie Sansot. Sansot ist dabei eines der typischen Hergé-Wortspiele, da es eine Verballhornung von Sansot darstellt, zu Deutsch ohne Knochen. Also ein typischer Beisatz, den man damals vermutlich in Metzgereien als Kunde an seine Order dranhängte, weil man nicht wollte, dass der Metzger Koteletts mit zu vielen Knochen auf die Waage legte. Heute irrelevant, da Tierfleisch und Tierleben so schamlos billig geworden ist, dass es den Leuten einfach wurscht ist. No pun intended. Die einzige Funktion der Metzgerei Schnitzel besteht darin, Kapitän Haddock durch falsch verbundene Telefonate in den Wahnsinn zu treiben. Hergé lebte noch in einer Zeit, in der viele Telefonanrufe in Zentralen analog und manuell verschaltet werden mussten und die meisten Telefonnummern nur 2 oder 3 Ziffern besaßen. Hierbei war es tatsächlich eine alltägliche Erfahrung vieler Menschen, dass man ständig von fremden Leuten angerufen wurde oder mit dem eigenen Anruf falsch rauskam. Auch hier versteht es Hergé sehr gut, wie man den Charakter von Haddock am besten zur Geltung bringt. Indem man dem dünnhäutigen, cholerischen Kapitän jemanden gegenübersetzt, der selbst vollkommen phlegmatisch und unaufgeregt ist. In diesem Fall den stoischen Metzger Schnitzel. Hergé liebte sogenannte Running Gags, also Scherze, die man fast endlos fortsetzen konnte, in immer neuen Varianten. Die Metzgerei Schnitzel sollte zu einem solchen Running Gag werden. Doch in der Fall Bienlein präsentiert Hergé einen weiteren Running Gag, der mehr als nur einmal zurückkehren sollte. Das lästige Heftpflaster, das man glaubt, von den Fingern gerüttelt zu haben, das aber dank seiner Klebefläche in Wirklichkeit nur eine kleine Tournee durch den Raum macht, um schließlich wieder beim Absender anzukommen. Hergé war von dieser kleinen und doch so gelungenen Idee so begeistert, dass er das lästige Heftpflaster auch in zukünftigen Geschichten auftauchen ließ. Doch die kulturhistorisch größte und mit Abstand aussagekräftigste Neuerfindung in der Fall Bienlein besteht in der Einführung einer neuen Gestalt, die man durchaus als die letzte Erweiterung der unmittelbaren Tintin-Familie bezeichnen kann. Ich spreche dabei von dem aufdringlichen Versicherungsvertreter Fridolin Kiesewetter, der auf Englisch Jolyon Wagg und im französischen Original Serafin Lampion heißt. Kiesewetter ist eine Erfindung, die perfekt am Puls der Zeit ist und auch hervorragend Hergés Fähigkeit, den Zeitgeist zu reflektieren, demonstriert. Michael Farr bezeichnet Fridolin Kiesewetter als den selbstgefälligen Langweiler, der es schafft, jedes Gespräch auf sich selbst zu lenken, doch letztendlich nur 2 Themen anzubieten hat, seine Versicherungen und die Anekdoten um seinen Onkel Augustus. Kiesewetter ist unreflektiert und spießig, doch er hält sich für einen geistreichen Witzbold und einen geborenen Alleinunterhalter. Allerdings hat er auch diese Eigenschaft, die wir bei manchen Leuten feststellen und die man im tschechischen Sprachraum als Splachovací, zu Deutsch runterspülbar, bezeichnet in Bezug auf die Klospülung. Die Metapher will damit sagen, dass manche Leute einem einfach nie böse oder beleidigt sind, egal was man ihnen auf den Kopf wirft. Haddock beschimpft Kiesewetter direkt ins Gesicht, doch dieser scheint das kaum zur Kenntnis zu nehmen. Zweifelsohne ist Kiesewetter ein Sinnbild für Hergés Wahrnehmung der modernen Welt, der Hergé sicherlich nicht unkritisch gegenüberstand,
wenn er auch ihre Vorzüge anzuerkennen wusste. Doch er verstand auch, dass dies eine neue Ära war, in der mediale Bilder kreiert wurden, und Fridolin Kiesewetter war das perfekte Produkt dieser Ära. Der vorlaute Kleinbürger, der selbstzufrieden jeden Abend mit der ganzen Familie vor dieser neuartigen Erfindung namens Fernseher sitzt und zu allem etwas zu sagen hat, vorzugsweise mit sich selbst im Mittelpunkt der Ausführungen. Kiesewetter arbeitet für die Versicherung Weitblick, im Original Assurance Mondas, über dessen versteckte Verballhornung ich mir an dieser Stelle lieber nicht den Kopf zerbrechen möchte. Als Versicherungsfritze ist Kiesewetter ungeachtet der aufgesetzten, charmanten Art ein aufdringlicher Parasit, wie es im Buche steht. Er ist wie ein Blutegel, und das ist insofern interessant, als dass Hergé ihn ursprünglich nicht Lampion, was nur das Wort für eine chinesische Laterne ist, nennen wollte, sondern Crampon, was ein Ausdruck ist, der im Französischen für die Steigeisen von Bergsteigern verwendet wird, doch umgangssprachlich auch für eine Klette oder einen Quälgeist steht. Doch am Ende fand das Hergé als zu offensichtlich und so entschied er sich für das ominösere Lampion. Hierzu gibt es in den Hergé-Archiven sogar jenen Zettel, auf dem all diese Namen stehen, die Hergé für Kiesewetter ursprünglich erwog, bis er sich für Crampon und kurz darauf Lampion entschied. Hergé lässt uns auch die Familie von Kiesewetter kennenlernen, und es überrascht nicht, dass diese Familie genauso ätzend, aufdringlich und anstrengend ist wie ihr vorlautes Oberhaupt. Hergé kennt da keine Schmerzgrenze. Doch Kiesewetter ist auch ein Feigling, und am Ende wird man ihn und seine Familie nur dadurch los, indem man ihm eine kleine Lüge unterjubelt, dass jemand auf Schloss Mühlenhof an Scharlach erkrankt ist. Das verfehlt seine Wirkung nicht. Hergé ging es nicht darum, Kiesewetter als einen bösartigen Kerl zu stilisieren. Er ist ja eher ein gutmütiger Typ, dem aber jegliche Sensibilität fehlt und der zugleich ein Produkt einer Konsumgesellschaft ist, die es mit der Wahrheit nicht mehr so genau nimmt. Dadurch spricht Kiesewetter zu uns allen, und auch noch heute ist es sicherlich Hergés sozialkritischste und aussagekräftigste Figur. Mit Fridolin Kiesewetter wird somit irgendwie auch ein neuer und finaler Abschnitt der Tim und Struppi Schaffenszeit eingeleitet. Von jetzt an werden Medien, öffentliche Meinung und gesellschaftliche Dynamik ein ständiges Thema in den noch verbleibenden Tintin-Geschichten sein, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weisen. Mit der Ausnahme von Tim in Tibet taucht Kiesewetter fortan in jeder neuen Tim und Struppi-Geschichte auf. Wie so oft ist es gar nicht so einfach, meine drei Lieblingspaneele aus dieser Geschichte herauszupicken. Schließlich ist das hier ein großartiges Teamwork von vielen gigantischen Künstlern. Doch hier sind sie also. Haddock und Tim sperren Beanlines Labor auf und betreten es. Welch ein großartiges Spiel mit Raum und Perspektive. Haddock und Tim sitzen in einem Taxi und fahren durch das verregnete Genf. Das dritte Bild gehört allerdings Bianca Castafiore, der mailändischen Nachtigall. Im Umkleideraum versteckt sie Tim und Haddock, während Oberst Spons ihr seine Aufwartungen macht. Auf diese Weise können Tim und Haddock den Obersten aushorchen. Ich finde, das ist eine großartige Zeichnung, während die Sängerin den Vorhang hinter sich zuzieht und Spons hereinbitten lässt. Ich vergebe hier 5 Sterne Ultra. Immer wieder galt dieser Band als meine Lieblingsstory mit Tim und Struppi. Die dichte Atmosphäre und der rasante Verlauf sind einfach unwiderstehlich. Ungeachtet dessen, dass diese Geschichte weniger exotisch ist als einige der vorangegangenen. Manchmal wird kritisiert, dass der letzte Akt ein wenig gedrungen und hastig ist, da die Schlussmarke der 62. Seite immer näher rückte. Doch in vielerlei Hinsicht ist dies einer der einwandfreiesten Tim und Struppi-Bände. Der Fall Beanlein ist einer der meistgelobten Bände der Tintin-Reihe. Es ist die rasante Dichte der Geschichte, der ausgefallene Humor, aber auch die vorbildliche Entschlossenheit, die Tim und Haddock an den Tag legen, die diesen Band so beliebt machen. Und natürlich die hohe Qualität der Zeichnungen, die letztendlich das Ergebnis eines sehr erlesenen Teamworks aus einigen der besten franco-belgischen Comics-Zeichnern ist.
Dieser Band markiert das Ende einer Ära, aber auch den Beginn der letzten Gesamtphase von Tintin. Fortan werden die Tintin-Geschichten durchaus straff und rund sein, doch nicht mehr in jene Riesenprojekte entarten, wie es mit dem Sonnentempel, dem Einhorn oder der Mondreise der Fall war. Zunehmend werden neue Tintin-Bände immer rarer. Doch es gibt auch einen Vorteil, den diese Spätzeit besitzt. Die Inhalte werden mutiger und unangepasster und reflektieren wieder stärker den Zeitgeist, in dem sie entstanden sind und die persönlichen Visionen ihres Schöpfers. Und das ist durchaus spannend und besitzt teilweise eine beachtliche Aussagekraft. Einige der Geschichten, die jetzt noch kommen werden, gehören nicht so einstimmig zu den beliebtesten Tintin-Werken, wie es zum Beispiel die Mondreise oder der Schatz des Rackham des Roten waren, sondern polarisieren die Fans deutlich mehr. Doch ich werde mich bemühen, für diese späten Bände die Lanze zu brechen und zu zeigen, dass dies zum Teil zu dem Besten gehört, was im Tintin-Universum erschaffen wurde. Nach dem Erscheinen von Der Fall Bienlein, der erneut ein voller Erfolg ist, stellt sich wieder die klassischste aller Tintin-Fragen. Was nun? Wie wird es nun weitergehen? Hergé muss hier nicht lange auf eine Eingebung warten. Er liest einen Artikel mit der Überschrift: Es gibt weltweit immer noch eine 500.000 Sklaven. Timon Struppis Marschbefehl ist damit definiert. Und noch etwas. In 1955 heiratet Monique Laurent, eine der Koloristinnen in Hergés Team, und kündigt deshalb. Leider ist dies eine Ära, in der die Heirat für eine Frau automatisch den Übergang vom Berufs- und Karriereleben in die Rolle der Hausfrau und Gebärerin markiert. An Monique Laurents Stelle wird am 1. Juli 1955 die 21-jährige Fanny Flaming eingestellt. Von ihr wird noch die Rede sein. Aber nicht jetzt. Bis zum nächsten Mal.